Wisst ihr, das ist halt eins von diesen Videos, wo man bei der Begrüßung dann gleich innerlich so denkt, wow, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Wisst ihr, man wächst auf und guckt sich das alles so an und so und es gehört auch ein bisschen zur Kindheit dazu. Und auch wenn man dann schon mit YouTube angefangen hat und es schon länger macht, denkt man trotzdem nie, dass man mal in diese Situation kommt. Trotzdem spielen wir heute im Video ein SpongeBob-Schwammkopf-Horror-Game und, Bro, ich hab richtig Bock. Das Spiel ist halt wirklich geil. Das wird so nice. Ich freue mich richtig. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Der wird es später wert sein. Falls ihr es gerade zum ersten Mal guckt hier auf meinem Kanal, lasst ein Abo da. Das ist nämlich sogar ein langes Spiel. Oh, das wird nice. Und damit herzlich willkommen bei eurem Tulfa und herzlich willkommen zu Around the Clock in Bikini Bottom. Hallo? Wir hatten doch auch ein Intro, oder? Intro ab. Ja, Freunde, wie gesagt, ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß tatsächlich nicht genau, was die Story ist. Ich weiß nur, dass es sogar ein sehr umfangreiches Spiel ist. Das ist kein Einteiler-Video oder so. Wir werden tatsächlich viel horrormäßigen Spaß in Bikini Bottom haben. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein, Leute. Starten ein neues Spiel. Let's go. Das ist plötzlich familiar, Because it does you silly. This is Bikini Bottom, home of many wonderful sea creatures. Alright. Residents are full of personality. But how? Not with chemical radiation, that's for sure. That would make all of these fine fish monsters. Trust me, my friend, tomorrow will bring our childhood fear of monsters to life. Was? For now, let us live in the present and follow the morning routine of our favorite sea sponge. Okay. SpongeBob SquarePants. Ja klar, SpongeBob Schwammkopf. Alright. Alright, let's go. Wer ist er denn? Also ihr habt es gehört, Leute. Morgen müssen wir unseren Ängsten gegenübertreten oder so. Aber heute schauen wir uns erstmal an, wie SpongeBob so geht. Und SpongeBob sagt auch, heute ist der große Tag, Gary. Miau. Yep. Aha. Heute ist der Tag, an dem ich endlich legal ein Bootmobil fahren darf. SpongeBob kriegt seinen Führerschein? I don't think so. Naja, jetzt noch nicht, aber wahrscheinlich am Ende des Tages. Ja, der Test steht wahrscheinlich noch an und wir alle wissen, wie das ausgehen wird. Okay, aber erstmal was frühstücken. Let's go. Alright. Wo gehen? SpongeBob! Patrick ist auch over da. Here. Let's go. Ah, okay, heute gibt's viele Quallen, alright? Ah, ja. Heute ist Migration Season und SpongeBob hat's vergessen. Migration Season? Wenn die Quallen sich auf den weiten Weg durch den Ozean machen? Keine Ahnung, ich bin kein Quallenforscher. I don't know. Ah, aber können wir heute nicht machen. Wir müssen Führerscheintest machen. Aber Patrick macht uns jetzt natürlich ein schlechtes Gewissen. Er will natürlich Zeit mit uns verbringen. Als Freunde? Ah, willst du das Tutorial spielen? Müssen wir jetzt Quallen fangen? Echt jetzt? Klar, let's go. Ah klar, nochmal ein paar Quallen fangen, gar kein Problem. Das kriegen wir hin. Let's go. Oha, da ist unsere Hand. Alright, wir sind jetzt unterwegs. Wir sollen erst noch unser Quallennetz finden, bevor wir zu Patrick gehen. Kann ich sprinten? Kann ich. Okay, was ist hier? Interact. Spacebar. Kann ich springen? Alright, ja, macht Sinn. Oh, jetzt haben wir hier sogar so einen kleinen Jump-and-Run-Course. Alright. Aber das ist kein Problem für uns natürlich. Wir sind... fast verkackt. Wir sind schließlich Profis. Hi, Patrick.
Da ist er ja. Aber wir haben unser Quallennetz wohl schon. Das müssen wir doch nicht finden. Ich dachte, wir müssen es suchen oder so. Okay. Okay. Und jetzt sollen wir ein bisschen üben mit Patrick. Wir sollen den Pfad hier runtergehen. Okay. Und wir sollen Quallen fangen. Nice. Ich hab eine Qualle gefangen. Wie viele Quallen soll ich denn fangen? Zack. Zack. Okay. Was ist das hier? Hier liegt... Oh, Patrick ist ja auch da. Hi. Hi. Okay, wir können hier drunter durchkriechen. Okay. Und wir sollen dem Pfad folgen. Keine Ahnung, wo wir hinkommen. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Quallen gefangen. Keine Ahnung, wie relevant das noch wird mit den Quallen. Aber wir gehen mal weiter. Oh. Da ist Thaddäus, Leute. Hi. Oh, das war doch der Minecraft-Villager-Sound. Mal sehen, ob Thaddäus irgendwas Schönes für uns zu erzählen hat. Nein, nein. Ah, oh doch. Wir sollen Quallen für ihn fangen. Okay, ja klar. Klar, wir fangen Quallen für ihn. Kein Problem. Er will schließlich seine Ruhe haben, Thaddäus. Braucht seine Ruhe. Ich meine, guckt ihn euch an. Das Gesicht braucht auf jeden Fall Ruhe. Okay. Oh, fangen wir jetzt... Oh, shit. Wir fangen... Warte mal. Fangen wir... Ja. Thaddäus, Alter. Wir sollen schneller 30 Quallen fangen als Patrick, oder was? Oh! Oha, wir wurden gestochen von der Qualle. Stopp! Lass mich in Ruhe. Wer bist du? Wow. Okay, warte mal. Schnell. Wir brauchen schneller die Quallen als Patrick. Let's go. Wir brauchen 30 Quallen. Warte, wie viele sind hier noch? Oh, die sind hier auch noch alle auf unserer Seite. Warte mal. Zack. 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 Die auch. Let's go. Let's go. Let's go. Und zack. Und zack. Wie viele sind das hier noch? Da drüben ist noch eine. Warte, die noch? Und dann... Was, ich verliere? Was, ich war so schnell. What the hell? Wow, okay. Wow, Patrick hat uns besiegt. Holy shit, wie peinlich. Oh, und Thaddäus lässt jetzt für uns einen Pfannenwender hier? Ein goldener Pfannenwender. Hat... Hä? Den hat Thaddäus für uns jetzt liegen lassen als Belohnung? Oha, insane. Was, er gibt uns einfach einen goldenen Pfannenwender? What? Naja, gut, okay. Und jetzt sollen wir wieder weiter dem Pfad folgen. Was ist das da hinten? Oh, sind das die Angelhaken? Kommen wir da jetzt hin? Zum Feld der Angelhaken? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, aber hier haben wir so eine schöne Brücke mit ein paar Schaukelstühlen. Ist schon alles sehr hübsch hier. Wirklich sehr, sehr hübsch. Sehr hübsch. Und hier ist, ja, auf jeden Fall das Feld der Angelharten. Wow. Ja, klar, Karneval. Es ist der Rummel. Okay, wir müssen jetzt durch die Haken gehen, aber Patrick darf sie natürlich nicht anfassen. Wir aber auch nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir keine Haken berühren. Ich hoffe, Patrick berührt keine Haken. Wäre auf jeden Fall besser für ihn. Okay. Wir gehen mal hier straight across. Hier sieht gut aus. Hier ums Eck. Und wir sind in Sicherheit. Sehr gut. Haben... Patrick? Patrick? Wo ist Patrick hin? Er war doch gerade noch hinter uns. Was? Die Musik hat sich auch geändert. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und jetzt sollen wir durch das Seegrasfeld hier durch. Okay. Und wir sollen genau hinhören. Nicht alle Überraschungen sind freundlich. Okay. Wir machen uns mal auf den Weg durch das Seegrasfeld. Oh. Das ist doch Patrick gewesen. Ich höre Patrick lachen. Wo ist er? Patrick? Oh shit. Hä, das ist voll creepy. Patrick? Okay. Wo ist er denn? Jetzt werden wir jetzt... Oh, wir sind aber durchs Feld durch. Oh, man. Oh.
Oh, was? Ah, er hat versucht, uns zu kriegen. Okay, es ist gar nichts passiert. Ich dachte, irgendwas Schreckliches ist mit Patrick passiert und was immer ihn geholt hat, will uns jetzt auch holen. Aber Patrick hat nur versucht, uns zu erschrecken. Alles ist gut. Okay, wir folgen weiter dem Pfad. Ich weiß gar nicht, wo wir eigentlich hinwollen. Kein Plan, wo wir hin müssen. Naja, hier ist noch eine Qualle. Wir nehmen die mal mit, einfach weil wir es können. Und die auch. Und die auch. Zack. Die kommen mit in die Sammlung. Okay, wo kommen wir denn hier hin? Ich weiß gar nicht, was das Ziel ist. Die beiden wollten doch einfach nur zusammen ein bisschen Quallen fischen. Und jetzt? Jetzt? Oh, da hinten ist ein Bootmobil. Und da ist Mr. Krabs. Was ist mit Mr. Krabs los? Hi, Mr. Krabs. Hallo? Alles cool? Oh, Mr. Krabs sagt, es ist irgendwo ein Schatz in der Nähe. Er kann ihn riechen. Aber das Problem ist, dass das Seemonster da draußen ist. Welches Seemonster, fragt Patrick. Oh! Wer ist das denn? Oha. Aber er fühlt sich jetzt gerade nicht so abenteuerlich, aber vielleicht sind wir ja daran interessiert, den Schatz für ihn zu finden. Klar, gar kein Problem. Okay, wir können uns jetzt aussuchen, mit welchem wir spielen, weil beide dürfen nicht da rein zum Seemonster, hat Mr. Krabs gesagt. I don't know. Ich würde einfach als SpongeBob spielen, weil Patrick ist mir zu dumm. Keine Ahnung. Okay, unsere Aufgabe ist es jetzt, die Schatzkiste zu finden und dann sollen wir sie zu Mr. Krabs bringen. Da hinten ist sie doch. Oh oh. Oh oh. Wo ist unser... Die Quallen. Oh, das Vieh kommt. Holy shit. Aber da ist doch die Kiste. Kann ich die jetzt aufheben direkt? Komm her. Pick up. Okay, wir sind jetzt natürlich eine ganze Ecke langsamer, weil wir jetzt die Kiste haben. Oh shit. Kann ich die Kiste ablegen? Oh shit. Okay, wir können also die Kiste nicht nochmal ablegen. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Ne, weil ich dachte mir so, yo, SpongeBob kann... Oh no. SpongeBob kann halt schneller rennen als Patrick. Aber SpongeBob... Oh Gott, ist das Vieh schnell. Aber SpongeBob ist nicht so schnell, wenn er die Kiste auf dem Arm hat. Aber... Oha. Oh damn, no, 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 no. Oh shit. Aber ich dachte, wir können zwischendurch die Kiste ablegen und dann trotzdem schnell rennen. Scheiße, ist das Vieh schnell, wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Zack. Schneller. No. Okay, Leute, wir starten das Level jetzt nochmal, aber dieses Mal... Oh no. Hat das Vieh mich schon gesehen? Ja, hat's. Oh nein. Dieses Mal starten wir als Patrick. Weil Patrick ist ja mit schweren Sachen viel schneller. Allerdings... Oh oh. Lass mich in Ruhe. Ist das Riesenvieh noch hinter uns her? Weiß er, wo wir sind? Nee, ich glaube, er hat unsere Spur verloren, oder? Okay. Dann gehen wir mal hier außen rum in Richtung Kiste. So, hier ist die Kiste schon, Leute. Warte, 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 warte. Wir heben sie auf, zack. Okay, ja, oh, Patrick ist viel schneller mit der Kiste. Guck dir das mal an. Patrick ist Billy Gonzales. Sieht er uns? Nee, der Riesenotto sieht uns nicht. Okay, dann los, let's go. Hey, mit Patrick ist viel einfacher. Okay, come on, come on, come on. Und wir sind zurück. Und hier ist ihre Kiste. Ha, ganz easy. Let's go. Yeah. Ja, kein Problem. Oh, und jetzt kriegen wir den Rest des Tages frei. Sehr gut. Sehr gut. Oh, und als Belohnung haben wir auch eine kleine Schatzkiste bekommen. Mal sehen, was drin ist. Oh, wow. Ice Cream für ein ganzes Jahr? What the fuck? Wer ist das denn? Wer ist das? Barry der Bär. Er sagt, okay, ich glaube, ich habe sie verloren. Also, ne? Ich glaube, er ist entkommen, wem auch immer er entkommen ist. Okay, er zieht uns jetzt hier unsere Eismarken ab, oder was? What the hell? Was macht er denn da? Er sagt, ich existiere nicht. Verstanden? Oha, okay, ja klar. Gut. Zeit, neu anzufangen. Okay, oha, was ist denn mit ihm los? Barry der Bär. Wer ist er denn? Und Patrick sagt, SpongeBob. Ich habe Angst.
Okay. Wir nehmen die letzte Marke, die noch übrig ist. Und dann gehen wir besser. Ist wahrscheinlich auch besser so, aber wo gehen wir lang? Da ist der Bär lang gegangen, also gehen wir mal besser hier lang. Ist vielleicht... Oh, ich kann hier nicht lang. Wir müssen den Bären folgen? Na gut, okay. Wir gehen hier lang. Oha, und wo sind wir jetzt? Ah, die beiden sind wieder am Quallenfischen. Schön am Trainieren. Alright, alright. Die beiden üben schön. Das ist... Okay, wer war das? Ein Chamäleon? What the hell? Was sind... Oh, das sind alles kleine Quallen. Da ist SpongeBob. Oh, da plant irgendwer einen Angriff auf SpongeBob. Ah, das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Wer ist das? Wer ist das? Das... Okay. Irgendwer hat eine Armee von Quallen losgeschickt. Alles klar. Okay, und Glove World ist unser Starting-Punkt. Glove World? Was ist denn Glove World? Ist das so ein Themenpark oder was? Ein Themenpark bei SpongeBob? I don't know. Der wird jetzt angegriffen und da müssen wir jetzt starten. Alright. Okay, Glove World. 9 Uhr abends. Wir genießen schön das Feuerwerk. Klar. Okay, ah, ja, haben wir denn... Haben wir denn unseren Führerscheintest bestanden? Oder nicht? Okay, und Thaddäus hat hier heute Abend wohl einen Auftritt oder so. Sehr schön. Was ist mit Patrick los? Oh. Patrick hat sich ein bisschen angestrengt beim Essen, alles klar. Okay, ah, Thaddäus ist schon am Proben. Thaddäus ist am Üben. Ah, und endlich eine Chance. All diese Jahre haben sie sich über ihn lustig gemacht. Aber heute Abend wird er dem Publikum die beste Show seiner ganzen Karriere liefern. Naja, klar. Aber irgendjemand ruft an. Wer ruft an? Hallo? Sie haben einen aufsteigenden Star angerufen. Wer ist es? Oh, Mr. Krabs ruft an. Oha, Thaddäus, chill. Soll er arbeiten kommen? Nee. Oh, Mr. Krabs sagt schon, dass irgendwas Komisches vorgeht. Er will Thaddäus warnen. Aber Thaddäus sagt, er hat gar keinen Bock. Gar keinen Bock, sich zu unterhalten. Gar keinen Bock, zur Arbeit zu kommen. Und, naja, aber Böses ist auf jeden Fall im Busch. Oh ja, da ist schon die erste Qualle draußen. Okay. Oh. Okay, und Thaddäus soll jetzt SpongeBob und Patrick einsammeln. Und alle sollen zusammen zum Restaurant kommen. Um in Sicherheit zu sein. Thaddäus, hast du das gehört? Thaddäus? Oh! Was? Oha! Die werden alle angegriffen. What the hell? Und jetzt? Oh! Patrick? Oh! Müssen wir... Oh, wir müssen... Wer ist das? Oha! Irgendwer hat SpongeBob entführt und ich muss ihm folgen. Um ihn zu retten, oder was? Jetzt aber schnell, jetzt aber schnell. Alter, hier geht ja richtig die Hölle ab. Überall sind... Wo läuft... Da läuft er. Wer ist denn das? Ist das nicht so ein Mitarbeiter von Glove World, so wie das so aussah? Oh je, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen. Oh! Das war knapp. Alter, hier fliegt alles in die Luft. Holy shit. Okay, schnell, 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 schnell. Wir müssen schnell sein. Am besten hier ein bisschen abkürzen. Alright, let's go. Da rein. Tilt, hurl. Müssen wir jetzt schnell durch? Oh! Shit, 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 shit. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, no. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Doch, ich schaff's. Okay, wo muss ich hin? Hier lang? Nein! Aha, diese verdammten Quallen. Oh nein. Oh nein. Sind die da oben? Sind die hier oben? Nee. Wo sind die hingelaufen? Oh nein, ich habe sie verloren. Wo sind die hingelaufen? Da lang vielleicht? Ich muss mich beeilen.
Schnell. Bin ich hier lang? Ich glaube, hier lang bin ich richtig, oder? Oh! Was? Wo? Nein! Nein, wir haben es nicht geschafft. SpongeBob, geht's jetzt gar nicht gut? Keine Ahnung. Okay, Leute, aber diesmal lassen wir uns nicht aufhalten. Warte mal, wir müssen das genau timen. So, wir gehen hier drauf. So, so, ja, zack. Oh, perfekt. Let's go. Okay, jetzt müssen wir hier wieder lang. Und hier drunter, ja, da hinten ist es langgelaufen, das komische Ding. Das ist irgend so ein Mitarbeiter in so einer Handschuhuniform. Passend zu Gloveworld, natürlich. Okay, wo will das Ding hin? Ah, sie sind in den Tunnel des Handschuhs gegangen. Da müssen wir wohl hinterher, oder? Ja. Oh. Oh, das sieht aber nicht freundlich aus. Oh nein. Oh nein, das sieht gar nicht freundlich aus. The Tunnel of Glove. Klar. Macht Sinn, okay. Wo sind wir jetzt? Out of order steht hier. Hier ist also... Ah doch, hier ist Wasser drin. Ich wollte gerade sagen, hier ist kein Wasser drin. Aber hier ist sehr wohl Wasser drin. Okay, wir gehen mal... Wir gehen mal weiter durch diesen Tunnel. Wo müssen wir hier hin? Links oder rechts? Oh, ich glaube rechts. Links scheint zu sein. Okay. Warte, können wir hier die Treppe hoch nach oben? Dann sind wir schneller, oder? Ja. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Wer flüstert oder singt hier bitte? Was soll das? Aber wir gehen hier mal weiter. Ist da vorne ein Ausgang? Oh. Sind die hier durch die Tür raus? Mach die Tür mal auf. Oh ja, hier können wir durch. Oh! What the hell? Oh no. Patrick! Oh mein Gott, Patrick? SpongeBob fragt, ob wir okay sind. Ja. Okay. Also wir sollen jetzt gut aufpassen. Uns... Also irgendwem wurde gesagt, bla bla bla, abandoned funhouse section of the tunnel of glove. Was? Okay, wir sollen jetzt durch irgendein böses Labyrinth? Aber warum? Oh no. Und der Typ sagt jetzt, er ist der Dungeon Master hier und was er sagt, ist gesetzt, klar? Okay, wir haben eine Karte bekommen und eine Kopflampe. Okay. Und unsere Aufgabe ist es, den Schwammschatz im Labyrinth zu finden. Sollen wir SpongeBob finden? I don't know. Okay, oh. Wir fallen durch so eine Falltür durch. Okay, jetzt geht's wohl los. Wir haben... dieses merkwürdige Labyrinth wurde jetzt hier geöffnet. Jellyfish Room, Glovy Room, Flower Room, Kelpie Room. Und was kriegen wir hier jetzt? Time slices and... Pressing the F key will toggle your flashlight. Okay. Wir haben eine Lampe. Okay, und wir haben wohl eine Karte. Ich verstehe die Karte nicht. Keine Ahnung. Aber da stehen ein paar Regeln drauf. Wir sollen den Schwamm finden. Räume haben verschiedene Effekte und Überraschungen. Der rechte Glovy ist schüchtern. Und der linke Glovy liebt Überraschungen. Oh je, ich habe eine ganz ungute Vorahnung. Aber Freunde, ich würde sagen, diesem Labyrinth stellen wir uns in der nächsten Episode von Round the Clock at Bikini Bottom. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Spiel, weil ich glaube, das ist richtig, richtig nice. Und es ist mega gut gemacht und umgesetzt. Wir sehen uns natürlich im nächsten Video auf diesem Kanal wieder. Euer Tjöber verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.